Kommen wir heute zum 11. großen Fehler, der bei der Erstellung des Businessplans häufig gemacht wird, nämlich der Umfang, die Länge, die Menge der Seiten, die du abgebildet hast. Wenn wir mit unseren Kunden bei der Erstellung des Businessplans fertig sind, haben wir in der Regel auch mindestens 30, 50, 80, manchmal 100 Seiten. Aber der Businessplan-Text, der entscheidende Teil, der also tatsächlich häufig auch gelesen wird, sollte nicht mehr als 30 Seiten umfassen. Das bedeutet also, die Kunst besteht, viele Informationen, also alles, was umfangreich an Tabellenwerken ist oder Urkunden, Standortbestimmungen, Lebensläufen, Zeugnis, so viel wie möglich in den Anhang zu packen. Das Problem ist nämlich, dass der Adressat deines Businessplans nicht nur einen Businessplan auf dem Tisch hat, im schlimmsten Fall 20, 50 oder 100. Das bedeutet also, er wird niemals alles durchlesen. Das heißt, die Struktur des Businessplans muss sorgfältig aufgebaut sein. Am Anfang ein spannendes Intro, vielleicht ein Canvas-Plan, eine coole Zusammenfassung, die alle wesentlichen Merkmale enthält, ein plausibles, leicht zu überblickendes Inhaltsverzeichnis, was es dann dem kundigen Leser leicht möglich macht, auch die Seite zu finden, wo seine Fragen dann tatsächlich auch beantwortet werden. Es macht also hier Sinn, ein bestehendes Muster, ein Template zu nutzen, das wir bei uns zum Beispiel nicht mehr Businessplan nennen, sondern Kreditantrag oder Förderantrag, je nachdem, was der Adressat tatsächlich auch ist. Das bedeutet, dass der Businessplan genauso aufgebaut ist wie eine gute Rede. Das bedeutet so knapp wie möglich, aber das Wesentliche bedeckt. Damit also dein Businessplan tatsächlich auch gelesen wird, leicht nachvollziehbar ist und überhaupt angefasst wird, kannst du auch unsere Vorlagen und Templates nutzen, beziehungsweise zum Schluss auch wie bei einem Lektorat, bei einem Verlag, einen Leserkorrektur lesen lassen. Denn erst dann ist auch sichergestellt, dass dein Businessplan auch dort ankommt, wo er hin muss, nämlich beim Entscheidungsträger. Und dem wirst du niemals gegenüber sitzen. Der wird nur deinen Businessplan auf den Tisch haben und überlegen, ob er liest und wie viel er liest. Da kannst du also jetzt Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch, um einerseits unsere Beratungskompetenz zu nutzen, aber auch die Erfahrung in Form unserer Vorlagen, Muster und Templates. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum 12. Teil dieser Serie, die 12 größten Fehler beim Businessplan.